Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fishing Barren Sea. Schön, dass du wieder dabei bist. Was auch immer der hier kochen kann. Was kann der kochen? Tut der was? Nee, ne? Okay. Das ist wahrscheinlich, wenn man irgendwann eine Kombüse hat. So, wir verkaufen mal und sehen, diese eine Fahrt hat uns 46.000 eingebracht. Das heißt, mit dem Kredit, das war schon eine ganz gute Idee. Jetzt müssten wir, allerdings, weil wir jetzt wissen, dass wir für eine Leine immer haben, könnten wir jetzt eigentlich eine neue holen. Und da würde ich fast sagen, machen wir mal wieder einmal mit Makarel voll und nehmen dann nochmal die. Weil, läuft, ne? Und das heißt, wir werden jetzt immer eine rauswerfen und die andere mitnehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. So, und die sieht ja hier schon wieder ganz gut aus. Der hat sich schon fast wieder erholt. Aber nicht, dass wir da überfischen, ne? Das wollen wir nicht. Ja, da wurde ich in der letzten Folge korrekterweise darauf hingewiesen, Vegetarier, wenn man dann aber Fleisch isst, dann ist man kein Vegetarier. Quatsch. Wenn man Vegetarier isst, man aber Fisch isst, dann ist man kein Vegetarier, sondern ein Praetorturianer. Die sind bestimmt mit den Denubiabern, die in Star Trek halt verwandt. Denubulana, so. Übrigens, ich muss mal was sagen. Star Trek Discovery, ja, war ich eher skeptisch und der Schimmelkäse hat ja auch schon seine ausufernde Meinung dazu kundgetan wegen Klingonen und der Story und warum sind die alle so aufgedreht und warum ist der Captain so böse und nicht so eine Identifizierungsperson. Ich muss eines ganz ehrlich sagen. Es lohnt sich wirklich, es komplett weiterzuschauen, denn alles wird gut. Es wird erklärt, warum die Klingonen dann irgendwann mal als Menschen aussahen und nicht und so weiter und so fort. Ich kann es nur empfehlen, wer sich abgekehrt hat und gedacht hat, wird eh nichts mehr. Oh, oh. Kann ich nur empfehlen, doch nochmal in die Chance zu geben, die letzten beiden Folgen, die jetzt kamen, das waren glaube ich Folge 11 und 12, glaube ich, mit die besten Serienfolgen mit spannender Geschichte voller überraschender Wendung, die ich jemals in Star Trek gesehen habe. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil ich gerade auf Denubulana war. Gut. So, und so machen wir das jetzt. Also, reinfahren, rausfahren, Fische holen, zack, fertig. So, und jetzt werden wir mal erfahren, was passiert, wenn wir nicht bei grün oder blau, sondern wenn es schon ins Rötliche geht. Ob die Fische dann vergammeln, ob wir mehr Fische haben, weniger Fische haben, die so gut sind, weniger Geld bekommen. Sollte ja eigentlich so sein. Ich weiß nicht mehr genau. Liebe Entwickler, hier wäre es vielleicht cool, wenn die Farbschemata komplett identisch wären. Und das sind sie zwischen hier, diesem Minispiel und dem anderen nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn es mehr Minispiele unterschiedliche gäbe. Und ihr seht, 6. Das nicht ideal gefischt. Da ist unsere Strafe. Ja, also der Mitarbeiter, der bringt es ja nicht, das wissen wir schon. Ich weiß nicht, was der tut, aber hilfreich ist der jetzt wirklich nicht. Sollen wir den mal ins Haulen tun, das ist ja vielleicht besser drin. Hä? Stamina, was? Ich habe ein Level up? Hä? Haben wir einen Skill? Was? Jetzt sind wir jetzt in Folge 7 oder so ähnlich, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich habe komplett ein Level-System übersehen. Was? Was ist denn da los? Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren zurück. Rudern, segeln. Was auch immer. So, dann würde ich gerne ein neues Radarsystem und so holen, damit wir ein bisschen aufdecken können. Und wir probieren mal, ob der Mitarbeiter... Guck mal, der geht... Alter! Guckt euch das an! Wann habt ihr euch sowas in der Simulation mal vor... Also... Lob und Respekt. Gut. So, Updates. Hammerfest. In der Town ist nichts für uns los. Unlimited Towing to closest port. Bootversicherung... Ah, da passiert schon nichts.
So, reparieren, Fuel wieder auftanken. So. Was brauchen wir als erstes? Ich würde gerne das Radarsystem testen. Wir haben ja schon gesehen, mit dem Kleinen, das war jetzt nicht so cool. Wir nehmen mal das Große. So, da haben wir noch 55.000. Netz holen werden wir natürlich ausprobieren. Keine Sorge, aber ich glaube, dafür müssen wir jetzt erst noch mal einmal rausfahren. Das andere Netz einholen. Wir bleiben jetzt erstmal bei unserer Spezialisierung, weil ich auch wissen will, ob die Fischpreise sich dann verändern. Ah, ist das toll. Ich glaube, wenn das mit YouTube mal so richtig klappt, ja, und ich dann ein Leben mit weniger Sorgen habe, dann würde ich mir, glaube ich, auch so ein Bötchen mal zulegen. Und, weißt du, irgendwie so einfach mal, um rauszukommen oder so, ich weiß es nicht. Das wäre schon irgendwie schön. So, wir nehmen mal hier oben. Und los geht's. Ja, und die nächste Vermutung, die ich habe, ist, dass wir dann wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen zu wenig Förderband haben. Also Förderraum, nicht Förderband. So. Oh, das dauert aber immer noch. Probieren wir mal, ob wir jetzt hier mit dem neuen Radar ein breiteres Gebiet aufdecken. Nein, 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 nein. Oh ja. Oh ja. Guck mal hier. Ja, und wir müssen eh fahren, weil wir müssen ja das Gebiet aufdecken, um weitere Fischschwärme zu finden. Und guck mal, der steht jetzt hier dran. Net Hauling ist aber 50%. Ob ich das dann besser könnte oder schlecht, ich weiß es nicht. Wir müssen das eh machen, wollte ich gerade sagen, weil wir neue Fischgründe entdecken müssen. Wir müssen auch gleich zurück. Mal schauen. Mal schauen. Cool wäre es, wenn wir natürlich das kleine Bötchen jetzt noch hätten und da auch Besatzung einfach so fahren lassen könnten. Ja, dann noch eine Anmerkung, habe ich auch gelesen. Multiplayer. Wird ja mal gerne geschrieben. Ja, Multiplayer, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Plocks. Während ich es auch cool fände, wenn der Multiplayer drin ist, kann ich so als kleines Interna mal sagen, also Multiplayer steht bei Entwicklern und Publishern eigentlich immer nie so ganz weit oben auf der Liste, weil obgleich es euch so vorkommt, dass jeder das haben will, dem ist nicht so. Also so Spiele, wenn ihr die verkauft als Publisher, ist ja, ihr kalkuliert das zwar ein, kann man das machen und wäre vielleicht cool, aber das ist nicht unbedingt der Salesbringer, ne? Also wenn das Spiel gut läuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da gesagt wird, na, gucken wir mal. Oh, ich habe jetzt gerade eine Idee bekommen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob der Kollege, wie der Kollege das hier macht. Meine Idee ist nämlich, wir können ganz einfach mit dem Autopiloten immer hin und her fahren und damit die Karte aufdecken, weil das Radar jetzt so groß ist. Hä? Aber bin ich ein Cleverchen? Ja, ich bin ein cleverer kleiner Junge, ne? Jawohl. So. Ja, ich habe Spaß, mir macht Spaß. Ich habe mir heute einfach mal ein bisschen Zeit genommen zum Aufnehmen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, so in den letzten Folgen, da war ich immer so ein bisschen durch den Wind, so ein ganz kleines bisschen vielleicht. Und ja, meine Zuschauer erkennen das auch an der Stimme. Also ich kriege da schon mal Mails und na, was war denn da bei der Aufnahme? Man merkt das, so wie du sprichst und so und bist erschöpft. Bin ich zwar jetzt auch noch, aber ja, den guten. Hallo? Sag mal. Muss ich denn jetzt eigentlich anhalten? Okay, wir fahren da schon mal wieder ein bisschen zurück. Alter, der Mist. Also Mitarbeiter einstellen ist, glaube ich, nicht so. Ja, wer macht das, ne? Also das ist. Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt. Warte mal, was wollte ich denn jetzt? Ah, das geht jetzt gerade nicht. Okay.
Also ich kann jetzt nicht während der Arbeit da rausgehen und mal gucken. Und da kommen die Fische an. Ah, guck mal hier. Ich kann übrigens nicht, falls ihr jetzt sagt, dann halt doch mal an, du schleppst die ja rum, die armen Fische. Das geht nicht. Also, der bleibt auf der Geschwindigkeit. Also, das kann ich besser. Vielleicht ist das ja auch die Lehre. Dass die Entwickler sagen wollen, naja, dann macht das lieber selber. Da kommt da mehr bei rum. Aber natürlich können wir jetzt, während wir zurückfahren oder so, kann der weiter arbeiten. Aber lohnt das? Was ist denn, wenn ich den von Hand schneiden lasse und dann die Zeit vorlaufen lasse? Ha! Pass auf. Wir nehmen das, dann... Wir müssen ja eh... Ist er jetzt fertig? Wieso? Pass auf. Gattet der dann weiter? Das wäre jetzt die Frage, die dahinter steckt. So, wir reisen mal. Wo ist denn die andere Leine da oben? Das heißt, wir können ruhig nach Hammerfest. Wir wollen ja so ein bisschen da erstmal den Ruf hochziehen, um zu gucken, ob wir dann da viel bessere Mitarbeiter bekommen. Das ist so meine Vermutung. Ich habe das jetzt nicht irgendwo gelesen. Ich meine mich da nur dran zu erinnern, dass es so ein Basic Game Design Konzept ist. So, und er hat jetzt wirklich nicht viel gemacht hier. So, wenn wir jetzt sagen, wie weit ist denn der? Ja. Wenn wir jetzt sagen, 3 Uhr bis zum nächsten Morgen, nicht, dass er jetzt bis zum nächsten Tag vorspult. Hallo. Nee, der spult dann, nee, das ist zu viel. Sheesh. So, dann müssen wir mal im Hafen mal gatten. Aber ist natürlich auch okay für mich, wenn man jetzt sehen würde, zum Beispiel. Wir bekommen Skillpunkte. Und diese Ablenkung, ne? Diese Punkte, die. Boah, was ein Fisch. Diese blauen Punkte, die lenken ja meine. Mein Zielen lenken die ja ab. Wenn ich da dann weniger Ausschläge habe, weil ich halt stärker werde. Coole Idee. Auch jemand dabei, der mit Game Design sich so ein bisschen befestigt hat, ja. So, 19.000, das heißt, ich würde mal gerne investieren jetzt in das, hatte ich ja zugesagt, in das Fischernetz. So, Netzfischen. Etwas Neues für uns. Brauchen wir da Köder? Das weiß ich gar nicht. Wir gucken mal, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Aber Netze brauchen wir. Sollte ich mal ein großes nehmen? Wir nehmen ein großes Netz. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen testen wir das jetzt mal. Und sogar die Anzeigen funktionieren. Wird sogar Umdrehung und Geschwindigkeit angezeigt. Und Fuel Tank. Das ist also nochmal cool. Und ich nehme mal an, ich weiß es nicht. Hm. Ja, der ist ja auch bald gut. Wir versuchen mal hier ein bisschen mit dem Netz zu fischen. Oder hier, einfach mal jetzt vorm Hafen. Bis hier oben der gut ist, würde ich sagen. Probieren wir mal. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. So, Nethall. Ich mach das lieber selber. Ich trau dem nicht. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Warte mal. So. So. Ja. Ich hab irgendwie einen Drehwurm. Hallo? Hallo, Jungmann? Was ist los? Jetzt. Geh. Okay. Da ist irgendwas nicht richtig. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte. Eieiei.
Okay, Netz. Set Gear. Weißt du was? Da habe ich eine Idee. Wir machen das in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge gibt es Schleppnetz Fischen mit für Anfänger. Mal schauen, wie es aussieht. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier bei Fishing Barents Sea, dem Fischfang-Simulator. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.